Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für das heutige Video. Ich bin euer Sashi und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Abo und Glöckchen nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn dann bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade und ihr verpasst nichts mehr. Und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Formats rein in die Filmsammlung hier auf meinem Kanal. Ja, es gibt wieder ein paar Zugänge aus dem Bereich DVD, aber auch Blu-Rays und die möchte ich gerne mit euch teilen, ein bisschen mit euch über die Editionen und Filme quatschen, die ich hier habe. Und am Ende des Videos bin ich wie immer gespannt auf eure Meinung hier unterhalb des Videos in den Kommentaren. Kennt ihr die Filme? Was haltet ihr denn von den Filmen? Da bin ich sehr gespannt drauf. Leute, erster Schluck Kaffee geht wie immer an euch. Ich bin sehr froh, dass es euch da draußen gibt, meine kleine Film-Community hier. Lasst uns eine gemütliche halbe Stunde miteinander verbringen. So, und wir fangen sofort an mit einer Trilogie. Ja, mit einem Dreierpack sozusagen. Eine Edition oder besser gesagt Filmtrilogie, ein wahres Epos geradezu, was bei 99% der Filmfans dort draußen, kann ich mit euch wetten, immer auf helle Begeisterung stößt und bei mir in den letzten 15 bis 20 Jahren nie. Nie, ich habe mir die Filme damals im Kino angeguckt, zumindest Teil 1 und 3, bin bei Teil 3 am Ende dann fast eingeschlafen im Kino und habe zu mir gesagt, was haben die alle um mich herum hier im Kino, warum sind die alle so begeistert, warum machen die so einen Hype da drum? Ja, bei Teil 3 bin ich fast eingeschlafen am Ende, weil sich das Ende doch sehr, sehr hinzieht und konnte damit nie was anfangen mit dem Hype um diese Filmtrilogie, um dieses Epos, ja. So, dann gab es einen Schlüsselmoment bei mir. Und zwar, das war Weihnachten letztes Jahr, vor Weihnachten letztes Jahr. Ich gucke ja nicht oft Fernsehen, bis gar kein Fernsehen, das wisst ihr. Der Fernseher dudelte irgendwie so nebenbei und irgendwie lief da auf einmal der erste Teil dieser Trilogie im Fernseher. Und ich habe mich hingesetzt, habe darauf geguckt und gesagt, boah, eigentlich sieht das ganz geil aus. Boah, habe 10 Minuten länger geguckt und gesagt, Mensch, da werden sogar die Charaktere ausgearbeitet. Das ist mir damals gar nicht aufgefallen. Was war denn los mit mir? Boah, Hammerbilder. Nicht schlecht choreografiert, die Schlacht, die da jetzt kommt. Super Soundtrack dabei. Und dann habe ich gesagt, Leute, nachdem ich über eine Stunde hängen geblieben bin, und dann kam der erste Werbeblock und ich habe ausgemacht, weil das nur zum Kotzen ist im Fernsehen, dann habe ich mir gesagt, die Dinger holst du dir jetzt, und zwar in den Extended Editionen, in den Extended Versions, und sie haben Einzug erhalten in meine Sammlung Herr der Ringe. Und jetzt sagt der eine oder andere da draußen natürlich, was? Herr der Ringe, was quatscht der Typ, der war davon nicht begeistert im Kino. Nein, Leute, war ich überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht diesem Herr der Ringe-Hype zugekehrt irgendwie. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja, die Filme haben mich teilweise sogar gelangweilt. Bei den größten Schlachten sind mir die Augen zugefallen damals im Kino. Ist unglaublich, oder? Gut, Leute, ich habe sie mir zugelegt. Ich habe mich selber davon überzeugt, vor Weihnachten, dass es vielleicht doch nochmal gut wäre, sich die Filme anzuschaffen. Habe dann natürlich gleich, wie sagt man, Nägel mit Köpfen gemacht und mir die Extended Versions geholt, sprich die verlängerten Fassungen, und gesagt, hoffentlich stehe ich das durch. So, ich habe die Filme durchgestanden und es war alles andere mittlerweile als ein Durchstehen, sondern es war ein Hochgenuss für mich. Es war ein Hochgenuss, in die Welt von Mittelerde abzutauchen, in diese Welt, die uns Tolkien geschenkt hat in seinen Büchern und die Peter Jackson hier einfach genial auf die Leinwand gebracht hat in diesen drei wahren Fantasy-Epen. Jeder, der auf Fantasy steht, ist das Pflicht, Herr der Ringe. Und das ist für mich das beste Beispiel dafür, Leute, wie sich Sehgewohnheiten ändern bei uns Menschen. Ja, vor 15, 20 Jahren noch konnte ich damit nicht viel anfangen. Und jetzt habe ich die Dinger so weggesuchtet. Ja, ich wollte am liebsten gar nicht mehr zurückkehren aus Mittelerde von meiner kleinen Reise in diese Fantasy-Welt. Und ich war so froh, dass ich mir die Extended Versions geholt habe und nicht die Kinofassung, die damals liefen. Die sind teilweise tatsächlich 30 bis 40 Minuten länger. Das werde ich keinem erzählen müssen, der Filmfan ist. Das wisst ihr alle selber. Und es ist so toll gemacht. Du siehst keine Unterschiede zur Kinofassung. Weder im Soundtrack noch in den Stimmen noch in der Synchronisation oder den Effekten. Das Ganze passt sich 1:1 in den Film an, als wenn du wirklich denkst, das ist ein Film. Also, oder den Film gab es schon immer so in diesen Extended Versions. Also, wirklich ganz tolle drei Teile. Demnächst hier bei mir auch ein kleines Ranking dieser drei Filme. Herr der Ringe.
und hat mich einfach in ihren Bann mitgezogen. Und damals, wie gesagt, konnte ich nichts damit anfangen. Damals noch einen ganz anderen Filmgeschmack teilweise wahrscheinlich gehabt. Und heute einfach nur begeistert davon. Herr der Ringe in dieser Edition, sie sieht gut aus. Sie ist so ein Schmuckstück, finde ich. Das Einzige, was natürlich wieder kein Schmuckstück ist, ist dieser nicht ablösbare und aufgedruckte FSK-Flatschen 16. Pfui, dazu sage ich gleich noch mehr. Auf der Seite Herr der Ringe Extended Edition. Und hinten haben wir noch ein paar Szenenfotos. Da seht ihr das Auge Saurons. Ihr seht den Drachen. Ihr seht eine Schlacht aus dem Film hier oben mit den Olifanten. Olifanten, also die haben mich so ein bisschen an die Kampfläufer erinnert aus Star Wars. Hat George Lucas vielleicht ein bisschen beim Herr der Ringe abgekupfert. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese drei Filme mir angeguckt habe, Leute, sind mir so viele Sachen aufgefallen, die auch in Star Wars irgendwie übernommen wurden. Entweder von kleinen Handlungssträngen her oder von irgendwelchen Effekten oder Einfällen. Aber auch Harry Potter hat viel von Herr der Ringe sich abgeguckt. Man darf ja nie vergessen, Herr der Ringe war als erstes da, vor Star Wars und Harry Potter. So, das ist die Box. Und nun nehmen wir die immer raus, die drei Filme. Und die haben wirklich tolle Cover, Leute. Die haben, ich stelle das mal hier vor meine Tafel. Die haben wirklich tolle Cover. So, Teil 1, der Herr der Ringe, die Gefährten. Was für ein tolles Cover. Jetzt guckt euch das bitte an. Dieses tolle gezeichnete Cover. Und was fällt euch auf bei dem Cover? Wenn ihr mich ein bisschen kennt, was hasse ich? Genau! Den FSK-Flatschen mittendrauf auf dieses geniale Cover. Auf der Rückseite gibt es dann überhaupt kein Foto, egal. Und es gibt auch von der Innenseite, gut, das ist gut gelungen, das muss ich sagen, die bedruckten Blu-rays hier, die beiden, ganz toll, ja, wirklich toll bedruckt. Wirklich, da siehst du, das ist Mittelalter-Stil, das ist Fantasy-Stil, da weißt du sofort, mit was du es zu tun hast. Aber diese Geschichte, dass es nicht mal ein Wendecover gibt und das Ding von innen weiß und leer ist und ich hier vorne drauf ein FSK-Flatschen habe, der auch noch aufgedruckt ist, ist einfach nur schändlich. So, und da sind wir jetzt nämlich beim Thema Studios, Vertriebsfirmen. Und es ist wieder mal meine Lieblingsfirma, Firma Warner Brothers. Warner Brothers, ihr seid eins der größten Studios für Filmliebhaber. Liebt ihr eigentlich auch Filme? An so etwas siehst du, dass das ein Studio ist, was nicht sagt, wir machen Filme aus Leidenschaft, aus Liebe, wir mögen es einfach Filmfans jetzt zu präsentieren, tolle Edition, weil wir das selber so zu Hause stehen haben wollen, weil wir Filmliebhaber sind. Nein, hier siehst du, da setzen sich irgendwelche Leute zusammen. Wo können wir Euros sparen oder Dollars? Wo können wir den Leuten noch vielleicht was aus dem Latz ziehen? Ach, wir machen natürlich kein Wendecover, wie das mittlerweile 80 oder 90% aller anderen Studios machen. Wir sind Warner Brothers, wir klatschen das vorne drauf. Die sollen das fressen, was wir ihnen geben, denn da können wir ja noch Druckerfarbe einsparen. Mensch, Leute, ich verstehe das ja, wenn ihr das bei irgendwelchen B-Movies macht oder sonst was, aber bei sowas wie Herr der Ringe, Extended Editions, wo es tausende Millionen Fans gibt, die sich freuen, sowas ins Regal zu stellen, und zwar auch mal so wie in der Videothek. Das will mir nicht in den Kopf, so ein großes Studio. Und wenn ich schon sehe, wenn ich mir DVDs oder Blu-rays kaufe und da hinten steht drauf Warner Brothers. Ich habe schon so viele Filme mittlerweile von Warner Brothers. Die machen das nicht. Die machen so gut wie nie Wendecover. Warum? Gut, Teil 2. Herr der Ringe, die zwei Türme. Hier auch wieder ganz tolles Cover. Ihr seht den Turm und im Hintergrund seht ihr den zweiten Turm. Auch hier das FSK-Logo. Schön für uns vorne drauf geklatscht. Ich weiß nicht. Wie läuft das da ab? Von innen haben wir wieder die zwei toll bedruckten Blu-ray. Klasse. Das ist klasse. Aber das ist scheiße. Ja? Das muss ich so sagen. Es gibt da keine beschönigenden Worte zu. Es ist blöd, es ist doof.
Es ist eine Missachtung von Filmsammlern und Fans. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich mir sagen? Ich ärgere mich darüber, über sowas. Wirklich, ich ärgere mich darüber. Weil ich wirklich Sammler bin aus Leidenschaft und nicht einer, der sagt, ich hau mir jetzt alles in die Sammlung, alles, damit ich alles hab, sondern bei mir gibt es ausgewählte Sachen, die ich liebe. Aber dann will ich es auch gut. Und heutzutage hat fast jeder Film ein Wendecover. Und dann haben wir noch Teil 3. Rückkehr des Königs. Ich meine, Leute, wer bisher noch nicht, da seht ihr diesen Turm mit Saurons Auge oben drauf, dass Frodo und sein Ringträger immer im Auge behält irgendwie, wo geht der Ring jetzt hin. Wer noch keinen Zugang zu Herr der Ringe hatte, so wie ich, Leute, gebt diesem Franchise eine Chance. Das nächste, was kommt, ist für mich der Hobbit, also die drei Hobbit-Filme. Auf jeden Fall von innen diese toll bedruckten Blu-ray. Und wie gesagt, im Grunde sind die Cover ja großartig zum Hinstellen. Aber das hier versaut doch alles. Nochmal zur Trilogie jetzt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, vielleicht keinen Zugang haben. Großartige Filme, bildgewaltig, von der Handlung her toll. Eine super Charakterentwicklung. Wir haben Star Power mit dabei, einen Elijah Wood. Wir haben einen Viggo Mortensen, von dem meine Frau immer sagt, der sieht am besten aus, wenn er so aussieht wie ein Herr der Ringe. Recht ungepflegt, mit Bartwuchs und langen Haaren. Denn wenn der glatt rasiert ist, mag sie ihn überhaupt nicht. Okay. Wir haben einen Sean Astin dabei, den ich noch kenne als den kleinen Mikey aus den Goonies. Orlando Bloom natürlich dabei. Ian McKellen als Gandalf. Wir haben einen Jonathan Rhys Davies. Wir haben eine Liv Tyler bezaubernd als Elvin dabei. Arwen. Ja. Wir haben einen Christopher Lee als Saruman, ja, den Zauberer, den Sauron auf seine Seite bekommen hat. Und wir haben einen Andy Serkis als Gollum. Für mich ist Gollum eine der tragischsten Figuren der gesamten Kinogeschichte, sage ich mal so. Leute, diese Zerrissenheit zwischen dem, der er mal war, Smergol, und dem, der er wird, nämlich Gollum, dieses Wesen, was nur vom Ring besessen ist und von mein Schatz, ja, unglaublich. Und wir haben einen Hammer-Soundtrack dabei von Howard Shaw, ja, der dann ja später auch noch Der Hobbit vertont hat, aber auch ganz viele andere Filme, wie zum Beispiel Schweigen der Lämmer oder Die Fliege und diverse andere. So, Leute, das war Herr der Ringe, super Edition, aber Warner Brothers, das, was ich eben gesagt habe, nehmt euch das doch mal zu Herzen. Ich weiß, es schert euch einen Scheiß, was ich hier sag auf meinem kleinen YouTube-Kanal, aber ich möchte einfach, dass ihr wisst, dass Filmfans für Filmfans, das mit diesen FSK-Logos und ohne Wendecover geht überhaupt nicht. So, jetzt kommen wir zu einem Historienfilm und das sind jetzt wieder so ein paar Filme, die kommen aus der abgelegten Pappkiste meiner Bekannten. Meine Bekannte löst ja ihre Filmsammlung auf. Pfui, ich habe schon ganz viel mit ihr geschimpft. Ihr Verlust ist mein Gewinn, habe ich auch schon mal gesagt. Und da habe ich mir so ein paar Filme rausgesucht, teilweise auch ältere dabei. Deswegen kommen jetzt ein paar DVDs und ein Historienfilm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das umgesetzt haben, ist Troja. Auch hier wieder Orlando Bloom mit an Bord. Wir haben einen Brad Pitt mit an Bord. Und ich glaube, Diane Krüger, ne? Eine Deutsche als Frau? Leute, ich bin ganz ehrlich, Wolfgang Petersen hat das Ganze regisiert, ist der Regisseur. Wo ist sie denn hier? Ja, Diane Krüger, oder wie sie sich ja jetzt nennt, Krüger, oder heißt sie Krüger? Oder wahrscheinlich für Amerika, ne? Weil die ja kein Ü, glaube ich, aussprechen können. Aber seht euch das Cover an, ich meine, das macht schon Lust auf mehr. Gleichzeitig sage ich mir aber auch immer, wenn ich solch ein Cover sehe und zurückgehe in die Zeit, wo das spielen soll, Mensch, gab's damals da Schönlinge. Die konnten sich ordentlich pflegen. Die sehen aus wie aus so einer Fernsehsoap entsprungen. Unglaublich, Leute. Da freue ich mich wirklich drauf. Großes Hollywood-Kino, mitreißend und unvergesslich, steht oben drauf. Da bin ich wirklich gespannt, wie dieser Film umgesetzt ist. Wahrscheinlich auch wieder so ein Epos, ne? Wie lange geht denn der hier? Also Kleingedrucktes ohne Brille geht gar nicht mehr, Leute. 156 Minuten, auf die ich mich freue. Und von innen haben wir dann sogar auch zwei DVDs. Einmal der Film, schön bedruckt, so muss es sein. Ihr seht schon, meine Lieblingsfirma, Warner Brothers. Damals aber noch mit dem alten FSK-Flatschen, da gab es ja noch nicht die Vorgabe, dass das Ding irgendwie vorne drauf erkenntlich und offen zu sehen sein muss. Und hier haben wir, ach, der hängt wieder, ich mag das ja nicht, wenn die Discs da irgendwie so schief drin sind, ja, das ist bei mir so eine Ästhetenmacke.
Ja, ich mag das nicht, wenn die Filme so schief da drin sind. Also wenn das jetzt hier so schief ist, es muss immer gerade sein. Keine Angst, ich nehme meine Pillen. Ja, Leute, da freue ich mich wirklich drauf. Vor allen Dingen, weil ich gerade mit Herr der Ringe auch wieder so auf diesem Fantasy- und vor allen Dingen Mittelalter-Historientrip bin. Ja, ich mag das ja. Ich mag ja eigentlich auch Monumentalfilme wie auch Kleopatra, Ben Hur, Spartacus. Sowas mag ich alles. Und da bin ich im Moment so auf so einem kleinen Trip. Freue ich mich drauf. Troja. Jetzt kommen wir zu einem Film, der damals, weiß ich noch, entweder von vielen gesagt wurde, bei vielen Leuten gesagt wurde, der ist sehr, sehr gut gewesen und ganz viele haben gesagt, um Gottes Willen, wie schlimm. Viele sagen, Nicolas Cage ist damit endgültig ins B-Movie abgerutscht. Wir gucken mal, ob dem so ist. Die Rede ist von Ghost Rider. Eva Mendes und Nicolas Cage in Ghost Rider. Da bin ich gespannt, zumal ich ja, wie gesagt, ich eben bei Herr der Ringe, ich bin ja so ein Schimpfer immer gegen CGI-Effekte, ne? Das bin ich ja aber immer nur dann, wenn sie wirklich schlecht gemacht sind und ich glaube, heutzutage muss man keine schlechten CGI-Effekte machen, weil es gab selbst vor 15 oder 20 Jahren schon Hammer-CGI-Effekte, die nicht als solche erkenntlich waren, aber du siehst einfach heutzutage, dass die Studios entweder in Zeitnot sind oder dass sich da keine Mühe gegeben wird teilweise. Also wenn ich in so Blockbustern wie Jurassic World sehe, oh Gott, das kommt alles aus dem Rechner und wenn das klar erkenntlich ist, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Bei Herr der Ringe ist es wieder was anderes gewesen. Das ist sowieso Fantasy. Das ist eine Fantasy-Welt, wo alles ein bisschen anders aussieht. Das fügte sich sehr, sehr gut ein. Ein paar Moves so von Orlando Bloom zum Beispiel auf diesem Olifanten oben drauf oder wie das Vieh heißt, die wirken schon ein bisschen albern an. Da siehst du, das kommt alles aus dem Rechner. Das finde ich dann immer ein bisschen grenzwertig, aber es sind nur vereinzelte Sequenzen. Jetzt bin ich gespannt, wie wird es bei Ghost Rider hier? Irgendwie geht es ja wohl an meinen Mann. Ich habe den Film noch nie gesehen, der irgendwie verflucht ist, oder? Worum geht es da? Um einen Verflucht? Könnt ihr mir das unten reinschreiben? Ich will das jetzt auch nicht alles vorlesen. Ah, er verkauft dem Teufel seine Seele. Aha, okay. Da bin ich sehr gespannt. Kommt von Marvel. Ihr seht schon, deswegen bin ich auch nicht der große Marvel. Alles ist scheiße, alles ist scheiße. Ich bin nur kein Marvel-Fan in diesem Ganzen, was im Moment so läuft. Ja, dass diese ganzen Filme miteinander verwoben sind und dann taucht Iron Man auf einmal bei Spider-Man in der Wohnung auf und all so ein Blödsinn, das mag ich nicht. Ich mag das immer gerne, wenn Superhelden für sich stehen. Früher Superman, Christopher Reeve oder Batman, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, ja, und das nicht so übergreifend ist, wie zum Beispiel in Infinity War oder so, ne? Das mag ich nicht, da finde ich auch keinen Zugang, aber wenn das so abgekoppelt ist, so kleine Einzelteilfilme wie hier vielleicht mit dem Ghost Rider, dann lasse ich mir das durchaus gefallen. Zum Beispiel Man in Black ist ja auch so ein Ding, habe ich auch beide Teile ja jetzt zuletzt wieder geschaut, hier die letzten Tage, muss sagen, das funktioniert gut für mich. Auf der Rückseite sehen wir schon ordentlich Effekte, wie er da sitzt auf seinem Feuerstuhl. Der Typ, dieser Ghost Rider, der aussieht wie so ein halb verfaultes, halb brennendes Skelett auf seinem Feuerstuhl, also auf seinem Motorrad, was auch brennt. Das sieht natürlich schon sehr CGI-effektlastig aus und ich hoffe nur, ihr habt's gut hingekriegt. Ansonsten werdet ihr den Film wahrscheinlich demnächst in meinem Format raus aus der Filmsammlung sehen, was ja auch immer sehr begehrt hier ist bei mir. Da kommt demnächst übrigens auch eine neue Folge. Ich habe schon wieder einiges angesammelt, was bei mir rausgeht. So sieht das Ganze von innen aus und da muss ich sagen, das macht mir Lust auf mehr. Die bedruckte DVD hier auf dieser Seite, alles schön stimmig in diesen Rot-, Orange- und Gelbtönen. Hier drüben haben wir dann nochmal so einen kleinen Flyer, so ein kleines Booklet, Ghost Rider mit dem Plakatmotiv vorne drauf. Vor langer Zeit schloss er einen Pakt, um jemanden zu retten, den er liebte. Ah ja, hier drin ist es nur so ein kleiner Flyer, aber eine Menge Informationen, recht klein gedruckt. Da brauche ich also wieder meine Brille und auf der Rückseite eine Chapter-Kapitel-Anwahlliste. Hier drin haben wir nur, die neuesten DVD- und Programmtipps von 2007. Ja, was haben wir denn da so? Spider-Man, ja, Tobey Maguire, die fand ich auch noch gut, die drei. Wobei es einfach so ist, ich merke es einfach zunehmend. Ich bin kein Comic-Verfilmungsliebhaber. Ich bin auch kein Comic-Fan. Ja, das ist ja auch so eine Welle, die hier rübergeschwappt ist in den letzten 15, 20 Jahren. Und zu meiner Zeit gab es nur das Yps-Heft, Mickey Mouse, Tim und Struppi, Clever und Smart, Fix und Foxy,
fix und fertig und Kaffee mit Sashi. Egal, ich schweife schon wieder ab, aber diese ganzen Superhelden wie Wonder Woman, Black Panther, hat keiner was von hier bei uns jemals gewusst, dass es sowas gibt. Dann schwappt das hier rüber, alle Grenze in die Kinos, weil es natürlich nichts anderes mehr gibt, weil sie ja ins Kino wollen auch. Ja, und ich war eigentlich in den letzten Jahren zwei, dreimal im Kino. James Bond, Downton Abbey. Ja. Okay, wir machen weiter mit einem kleinen Actioner, den habe ich mal vor einigen Jahren mal irgendwie einem Kumpel ansatzweise gesehen, habe aber so gedacht damals, ich weiß nicht, so richtig passieren tut da auch nichts. Auf der anderen Seite lese ich immer wieder super Kritiken darüber mit einem Darsteller oder mehreren Darstellern, die ich sehr gerne sehe, Bruce Willis vor seinem Abstieg ins B- oder C-Genre der Filme, nämlich in 16 Blocks. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, wie sich Bruce Willis hier schlägt. Wir haben auch einen David Morse dabei, den seht ihr auch schon, den sehe ich immer wieder gern auch in einigen Stephen King-Verfilmungen dabei. Und ihr seht hier vorne drauf das nicht ablösbare FSK-Logo und ihr seht auch wieder, welche Firma diesen Film hier in den Handel gebracht hat, Warner Brothers. So, da geht es dann darum, dass irgendwie ein Cop einen Gefangenen über 16 Blocks irgendwie irgendwo zum Gerichtsgebäude, glaube ich, bringen soll. Und er wird dann allerdings verfolgt von irgendwelchen Gangstern. Das Ganze soll fast in Echtzeit gedreht worden sein. Da bin ich wirklich gespannt, ob der Film mich flashen kann im Inneren. Haben wir dann die bedruckte DVD. Aber wir haben auch hier sparsamste Hülle, hier spart man auch schon, indem man hier dann irgendwie das Plastik rausnimmt, um dann nochmals zu sparen. Wir brauchen kein Wendecover, da können wir Druckerkosten sparen und wir nehmen jetzt noch ein bisschen was von diesem Scheiß hier raus, von dem Plastikdreck, damit die noch weniger haben und das Ganze nur noch ist wie so eine Papphülle bald. 16 Blocks, Bruce Willis, da bin ich gespannt. Jetzt kommen wir zu einem Dreiteiler und auch den habe ich früher mal in der Sammlung gehabt, vor 15, 20 Jahren angefangen zu gucken, diverse Male schon Teil 1 abgebrochen, weil er so langweilig war. Und ihr konntet mich letztes Mal in einer Battle hier überzeugen. Ich habe euch Filmfranchises vorgestellt, die ich entweder abgebrochen oder nie gesehen habe irgendwie und ihr konntet mich überzeugen mit guten Argumenten. Ob ich die nochmal schauen soll, ob ich denen nochmal eine Chance geben soll. Und tatsächlich hat dieses Franchise mitgewonnen, zusammen mit Jurassic Park. Und zwar geht es um Der Pate. Ihr seht es schon, ich habe es mir zugelegt in erstmal dieser Edition, weil ich einfach jetzt erstmal sehen muss, wie wirkt das Ganze heute auf mich. In The Coppola Restoration, also der Film, die drei Teile sind restauriert worden. Die Edition macht jetzt nicht allzu viel her, aber das ist auch gut so, weil ich ja wie gesagt erstmal gucken muss, wie die Filme um diese Mafia, um Marlon Brando und Al Pacino und Robert De Niro, wie das Ganze heute so auf mich wirkt, ob ich da besseren Zugang zu habe und finden werde. Ich werde mir auf jeden Fall mehr Zeit nehmen dieses Mal. Ich werde mich ganz gemütlich hinsetzen und diesmal nicht nur eine Tasse Kaffee oder ein Becher Kaffee mir an die Seite stellen, sondern ich denke mal so 3-4 Thermoskannen und dann werde ich mir ganz viel Zeit lassen. Ich habe schon mal reingeschaut. Es ist ein ultra gutes Bild bei allen drei Teilen drauf. Wir haben zwei Synchronisationen, zumindest bei Teil 1 und 2. Und zwar einmal die alten Synchronisationen von damals. Die klingen ein bisschen dumpf, ein bisschen mono. Wir haben aber auch die neuen Synchronisationen mit an Bord, die dann im Zuge der Coppola Restoration hier mit raufgekommen sind. Und ich muss sagen, auch die hört sich sehr, sehr gut an. Aber wenn man natürlich so einer ist, wie ich, der so auf die alten herkömmlichen Synchronisationen und die Stimmen von damals steht, ja, 60er, 70er, 80er Jahre, dann sollte man sich schon die alte anhören und ich glaube, ich werde es tun, auch wenn es mono ist. Ihr kennt mich, ich brauche nicht immer das schärfste Bild, den besten Ton, mir geht's hauptsächlich um den Film mit einer schönen Umhüllung, einer schönen Verpackung, solange ich nur etwas höre und sehe, ist alles gut. So, dann haben wir die Rückseite. Ja, nicht viel drauf. Nur die drei Obergesichter der Mafia. Und von innen haben wir dann Teil 1, The Godfather. Oh Gott, und es dreht sich schon wieder und ich kriege gleich wieder irgendwie Hautausschlag, weil mein ästhetisches Empfinden dadurch gestört ist, dass die Filme nicht richtig sitzen. Dann haben wir den zweiten Teil, wo uns ja auch die Vorgeschichte erklärt wird.
Ups. Und wir haben Teil 3, der ja erst viele Jahre später mit auf den Markt kam, ins Kino kam damals. Ich bin gespannt, wie diese Serie mir heute gefällt, Leute. Wie vielleicht demnächst dazu mal hier eine Review, einen Bericht. Jetzt kommen wir zu einem kleinen, süßen Abenteuerfilm. Und der hat mir wirklich, ja, Spaß gemacht irgendwie. Ich habe nicht viel Erwartung dran gehabt. Ich wollte mich mal einen Abend gut unterhalten und dachte mir, irgendwie hast du Bock auf Indiana Jones. Aber Indiana Jones wollte ich dann doch nicht gucken. Die hebe ich mir noch ein bisschen auf. Das ist noch nicht so lange her, dass ich die gesehen habe. Aber ich habe Bock auf so Wüstenflair. Ich habe Bock auf ja, Abenteuer, ein bisschen Humor dabei, Leichtigkeit, ein leichter, lockerer Abenteuerfilm. Und dann habe ich in die Kiste meiner Bekannten geguckt, die mir ja die Filme da verkauft hat für schmales Geld und habe mich entschieden für Sahara, Abenteuer in der Wüste. Mit Matthew McConaughey, Steve Zahn und Penelope Cruz. Und das ist wirklich ein kleines, feines, schnell erzähltes, unterhaltsames Abenteuer in der Wüste. Es geht um einen Schatz, wie immer bei sowas, bei diesen Abenteuerfilmen, um einen Schatz, der gefunden werden muss. Hier in diesem Fall ist es irgendwie so ein gestählertes Boot aus dem Bürgerkrieg der Vereinigten Staaten, wo noch ganz viel Gold an Bord sein soll. Das liegt irgendwo mittlerweile in der Sahara. Und es geht um irgendwie vergiftetes Wasser. Denn Penelope Cruz spielt eine Ärztin der WHO, also der World Health Organization, der Weltgesundheitsbehörde, und geht diesem vergifteten Wasser auf die Spur. Ihre Wege kreuzen sich immer wieder zwischen unseren beiden Abenteurern, den beiden Männern und Penelope Cruz. Es kommt zu viel Situationskomik, zu viel Witz, zu toller Action, toll gefilmt. Muss man einfach sagen, ein paar CGI-Effekte sind dabei, die ein bisschen wirken, ja. Aber okay, da mache ich ein paar Abstriche. Aber im Großen und Ganzen hat der Film mich wirklich, wirklich gut unterhalten. Sahara, da kam mal in diesem tristen, grauen Winter hier bei mir wirklich ein bisschen Wärme in die Bude, Leute, und ich habe mich gut unterhalten. Also für alle Leute, die sich, die wirklich so Abenteuerfilme von früher mögen, Wüstenflair, denen sei dieser Film ans Herz gelegt. Und auch von außen, von innen macht der was her, diese bedruckte DVD. Und hier haben wir noch so einen kleinen Flyer, den nehme ich gleich mal raus. Toll aufgemacht. Ah, es ist nur Kapitelanwahl, Chapterlist. Im Grunde braucht es sowas nicht. Also, ein kleiner, feiner Abenteuerfilm. Sahara sei allen ans Herz gelegt, die auf sowas stehen. Und auch nicht zu lang. Also, der geht knappe 2 Stunden, passt schon, keine Überlänge. Jetzt kommen wir zu einem Film, der gut erzählt ist, der auf die Thematik aufbaut. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ihr wisst es, eine Person erlebt immer wieder dieselbe Situation, bis sie irgendwie einen Auftrag erfüllt hat. Im Murmeltier war es ja so, dass Bill Murray sich, seine Figur sich wandeln sollte zu einem guten Menschen, hin von einem Zyniker und sarkastischen Menschen, der immer nur mit Ironie und Abwertung anderer Menschen durchs Leben geht. Und er hat sich dann gemausert in Punxsutawney und ist dann praktisch ein guter Mensch geworden und dann raus aus dieser Zeitschleife. Hier ist es auf die Actionbasis aufgebaut und ich rede von Source Code mit Jake Gyllenhaal. Und der ist auch wieder aus der Kiste meiner Bekannten und ich habe mich wirklich glänzend unterhalten. Jake Gyllenhaal, der immer wieder in einem Zug aufwacht, ihm gegenüber die bezaubernde Michelle Monaghan, ja, in einem Zug aufwacht und dort dann zusammen mit allen anderen Passagieren irgendwann nach 8 Minuten explodiert, weil eine Bombe hochgeht. Dann erwacht er in so einer Art kleiner Kapsel, in so einer Raumkapsel oder so und hat Verbindung über Mikrofon und Kopfhörer und einem Bildschirm zu irgendeiner Frau. Sie sieht sehr militärisch aus, die mal Anweisungen gibt. So, sie müssen nochmal zurück, sie müssen die Bombe finden, sie müssen herausfinden, wer das ist und sie haben nur 8 Minuten Zeit. Ja, und er ist natürlich hin und her gerissen, weil er nicht weiß, was läuft hier eigentlich, warum soll ich das eigentlich, er weiß zwar schon scheinbar, wer er ist, aber er weiß nicht, wo er ist und wie er da hingekommen ist, in diese Zeitkapsel, nee, in diese Raumkapsel da, wo er da drin sitzt, ja, und mit wem er da überhaupt redet. So, und dann wird er immer wieder in diesen Zug zurückversetzt, hat 8 Minuten Zeit, um eine Bombe zu finden und die Drahtzieher dahinter zu identifizieren. Und der Film wartet einfach mit wirklich kleinen Überraschungen auf in der Handlung, hat so kleine Kniffe drin, kleine Drehs. Wirklich überraschend gemacht, wirklich gut, möchte ich sagen. So sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Ist auch nicht zu lang, knappe 1,5 Stunden begleiten wir hier
Jake Gyllenhaal durch diese tolle Story und dann kommt ein überraschendes Ende nachher, womit eigentlich keiner groß gerechnet hat. So, wie sieht der Film da aus? Ändere die Vergangenheit und rette die Welt. Von innen dann Source Code. Oh, da haben wir wieder blöde Werbung hier. Diese Filme sind die pure Verführung. Okay. Und so sieht das Ganze von innen aus. Mit einem Wendecover. Ja, Studio Kanal, ne? Studio Kanal, großes Lob an Studio Kanal. Zum Beispiel ist so ein Studio, die machen fast immer Wendecover, die machen tolle Editionen. Die geben sich Mühe für die Filmfans, genauso Cape Light zum Beispiel. Es gibt noch eine Menge mehr, aber wirklich, wirklich ganz toll. Wenn ich hinten drauf sehe, Studio Kanal, ist das für mich schon immer für Filmfans ein, ist das für mich ein Qualitätsmerkmal. Source Code für alle, die auf diese Murmeltier-Thematik stehen und ein bisschen Bock auf Science-Fiction und Action haben. Leute, guckt euch das an. Wirklich schön erzählt. Und jetzt kommen wir zu einem Film, zu einem Spin-off von zwei Horror-Ikonen. Den hatte ich lange Zeit in meiner Sammlung und irgendwann ist er mir abhanden gekommen. Ich habe wie ein Blöder gesucht, weil ich den mal wieder gucken wollte. Habe ihn nicht gefunden. Jetzt ist er endlich wieder da. Ich freue mich über die beiden Freddy vs. Jason in meiner Sammlung zurück in der 2-Disc-Edition. Und genau in dieser Edition hatte ich ihn ursprünglich mal. Und leider Gottes ist er mir dann abhanden gekommen und ich weiß nicht wohin. Ja, der Ausflug von diesen zwei Horror-Ikonen, die dann gegeneinander antreten, ist schon sehr, sehr spaßig, sehr actionreich umgesetzt, mit tollen Effekten dabei. Wirklich einer der besten Beiträge zu beiden Reihen, finde ich. Wobei Jason hier natürlich ein bisschen zurücksteckt, weil Freddy schon ein wenig mehr Screentime hat als er. Aber die Schlacht der beiden Horror-Giganten zu sehen, ist schon interessant. Ist wirklich gut gemacht. Hier auf der Rückseite sehen wir dann Freddy Krueger mit seiner Stahlhand. Ja, der Zeigefinger zeigt so auf Jason, der da hinten steht, an seinem Crystal Lake. Und von innen haben wir Disc 1 und Disc 2. Auf Disc 1 vermutlich der Film. Toll bedruckt mit diesem Cover, wo die beiden sich angucken. Und auf der Seite haben wir dann das gleiche Motiv, allerdings wahrscheinlich Bonusmaterial. Also da freue ich mich drauf, die jetzt mir nochmal wieder anzusehen, die beiden Horror-Ikonen. Vor allen Dingen ist ja auch Freddy Krueger ist für mich so, wenn man jetzt sagt, Michael Myers aus Halloween, Leatherface aus, wie heißt das da, Mensch? Leatherface. Na, ihr wisst schon. Jason aus Freitag der 13. oder auch Freddy Krueger hier, Nightmare on Elm Street. Dann ist Freddy Krueger mir aufgrund seines Humors auch irgendwie, also dieses, nicht dieses aufdringliche Humor, was nicht passt in Horrorfilmen, sondern irgendwie Freddy Krueger so, wie er ist von seinem Charakter. Ja, und da ist er mir wirklich so mit der Liebste. Demnächst hier auch mal ein Freitag der 13. Ranking aller Filme, auch bei mir in der Sammlung natürlich. So Leute, jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare zu den Filmen. Kennt ihr sie? Was sagt ihr dazu? Hier unterhalb des Videos freue ich mich drauf. Texas Chainsaw Massacre. Natürlich, so heißt das Franchise im Leatherface. Oder auch Leatherface. Ich freue mich drauf, Leute. Mein Kaffee ist fast alle. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Euer Sashi. Ciao.